Sehr schön. Wo ist es da? Sehr gut. Das macht mich glücklich, ja. Da kann ich jetzt wirklich hier glücklich und zufrieden sein mit. Oh, das rein da. Und gib ihm. So, dann können wir erstmal wieder zurückfliegen, würde ich sagen. Da unten ist es, genau. Da ist unsere Raumstation, die noch nicht so ganz fertig ist. Da geben wir ein bisschen Gas. Genau, volle Pulle, das muss erreichen. Sehr schön. Und vor allem, wir sind stets aus dem G-Bereich raus. Das ist noch besser. Ah, ist ein bisschen weit weg. Wobei, so weit weg ist er auch nicht. Wir sind etliche in direkter Nähe, aber... Von hier aus kann man sogar noch die einzelnen Materialien sehen. Ist schon geil, oder? Ja. So, ich würde sagen, bei ca. 3-4 Kilometern haben wir eher bei 4-5 vielleicht. Da bremsen wir dann mal ab. Und dann mal gucken, jetzt haben wir schon einiges an Fracht und Materialien dabei. Natürlich ist das längst nicht alles, was man haben sollte. Aber für viele Komponenten müsste es reichen. Und das, gerade mit diesem Silizium und allem müsste es eigentlich reichen, dass wir noch ein Solarpanel machen können. Gut, wir haben jetzt schon Uran. Nicht gerade wenig, muss man auch sagen. Also das sollte zumindest dafür reichen, dass wir den Generator betreiben können, dass der halt Strom liefert. Aber wir brauchen ja halt auch noch die Batterie. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Batterie haben. Beziehungsweise da eigentlich 3-4 Batterien, dass immer genug Strom auf Reserve da ist. Falls irgendwas passiert, dass wir dann auf die auf den Reservestrom umschalten können oder umgeschalten wird automatisch. Das passiert ja zum Glück automatisch dann. Damit niemals der Strom ausfällt und zum Beispiel dann halt kein Sauerstoff mehr vorhanden ist. Weil die Station soll ja so sein letztendlich, dass wir uns da drinnen bewegen können. Ohne Helm. Also das heißt, mit entsprechendem Luftdruck. Ja, es klappt hoffentlich. Muss ich erst geben hier. Jetzt müssten wir das eigentlich bald sehen. Er bremst schon mal ordentlich, das ist in Ordnung. Ja, ich glaube, so langsam sehe ich da was. Er zieht immer nach oben irgendwie, ne? Habe ich den Eindruck. Ein bisschen Gas geben. Ja, irgendwie beim Bremsen, da zieht er irgendwie nach oben, habe ich den Eindruck. Hier, ne? Ich bewege nichts. Das macht er ganz automatisch. Aber weiß, woran das liegt. Aber wir sind noch zu weit weg. Also ich glaube, so 2 Kilometer oder 1 Kilometer hätte locker gereicht, da zu bremsen. So, jetzt aber. Genau, ja, jetzt passt das schon eher. Nee, nee, das reicht. Oh, ich habe gerade so ein bisschen Panik, dass wir da voll gegen crashen und das dann zerstören. Das wäre irgendwie uncool. Ja, so ein bisschen. So, da müssen wir hin. Ich weiß gar nicht, wie sieht's aus. Oh, wir haben gar keinen Sprit mehr. Guck dir das an, wir haben alles verbraten, ey. Ja, umso wichtiger, dass wir jetzt hier diesen Betrieb aufnehmen. Übel. Hätte ich nicht gedacht, dass wir schon alles verbraten haben. Ja gut, das war jetzt auch kein kleiner Weg, ne? Mist, ey. So, und jetzt? Ja, jetzt bin ich gelackmeiert. Okay, gut, er steht zumindest still, das reicht mir. Aber das ist ja heftig, dass jetzt hier alles weg ist. Ohne Witz, Mann. Ja, 6% und fällt. Okay. Triebwerke, welche Triebwerke sind denn das denn? Das sind die Antriebträgerrakete ausschalten. Genau.
dass wir zumindest diese 6% noch haben für die Notfallnavigation, falls es sein muss. Tja, jetzt muss ich das hier dann halt per Hand rübertragen, was soll's. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Nehmen wir erstmal das Uran mit. Das, denke ich, ist am wichtigsten. Genau. Gut, das Ding ist jetzt sinnfrei, weil wir können es eh nicht nutzen. Ich weiß gar nicht, der hat ja gar nicht genug Strom, ne? Der hat ja jetzt hier nicht genug Strom. Generator läuft, glaube ich, nicht, ne? Dann schalten wir den mal ein. Jetzt müsste er ja genug Strom haben. Ja, ja, hier, jetzt läuft er wunderbärchenhaft. Jetzt gibt es neues Uran. Und das müsste auch eigentlich dann straight hier hingebracht werden. Rein theoretisch. Ja, ja. Irgendwo wurde das hingebracht. 0,1. Ach, das kann er gar nicht dahin bringen. Warum kann er das nicht dahin bringen? Ach, weil die nicht miteinander verbunden sind. Ne, das ist ja klar. Gut, dann müssen wir hier praktisch so ein System dann hier so ein Rohrsystem drumherum machen. Das ging ja auch. Das wäre dann die 8. Nee. Können wir es vielleicht über die 9? Kleiner Frischcontainer. Habe ich nicht das Richtige ausgewählt? Ganz schnell ändern an der Stelle. So. Damit das verbunden ist, damit das automatisch dann. Das ist ja nervig, wenn der. Genau. Das soll einfach mit. Das ist ein Frachtcontainer, genau, mit dem Frachtcontainer verbunden sein. Wir können natürlich hier ein Förderband dran setzen. Dafür brauche ich jetzt interne Panzerung. Vielleicht habe ich hier noch welche. Sieht nicht so aus. Haben wir hier vielleicht noch interne Panzerung? Nee. Doch da. Ha. Puh, Glück gehabt. So, genau. Wobei der kürzeste Weg wäre eigentlich, das hier zu machen, ne? Ja, aber es ist doof. Nee, da habe ich keine Lust zu. Wir verbinden das hier rüber. Das ist jetzt einfach besser. So. Ach, jetzt brauche ich Stahl. Jetzt will er wieder Stahl haben, ne? Er kann sich auch nie entscheiden, was er haben will. Genau. Ja, das ist gut. Ja. Und so. Sehr gut. Wenn das dann alles verbunden ist, falls wir dafür noch genug Komponenten haben sollten, dann schiebt er das automatisch dann vom Förderband nach da und nach da. So. Keine Ahnung, was brauche ich denn? Herstellungskomponenten. Vor allen Dingen Herstellungskomponenten. Okay, das sollte jetzt nicht so das Thema sein. Motor und wahrscheinlich das und das. Ja. Herstellungskomponenten fehlt schon mal, aber kleine Stahlrohr und sowas. Guck mal da, da haben wir doch schon hier. Ja, es fehlen eigentlich nur Herstellungskomponenten, ne? Okay, hier ein kleines Stahlrohr. Da haben wir jetzt nichts mehr von. Träger. Nee, das ist auch nicht. Ja, das hier alles entnehmen. Müssen wir mal hier rüber packen. Wo auch immer das jetzt hier drin rumschwirrt, aber hier ist es besser. Okay. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ein paar Herstellungskomponenten oder sowas? Ne, natürlich nicht. Kleine Stahlrohr haben wir noch. Und irgendwelche anderen Sachen. Ah, ich habe gerade gesehen, Solarpanels. Haben wir hier nicht auch Solarpanels gerade gesehen? Ja. Ja gut, es reicht nicht ganz, ne? Aber zumindest ein bisschen was haben wir. Da müssen wir gleich mal Solarpanels, hier Herstellungskomponenten herstellen. Müssten wir jetzt Eisen haben. Guck mal. Genau, das Eisen packen wir hier rein. Und dann packe ich das Eisen jetzt hier hin. Das muss ich jetzt gerade händisch machen, weil wir haben halt diese Verbindung noch nicht geschaffen. Aber das ist nicht so problematisch. Wir brauchen jetzt Herstellungskomponenten. Haben wir gesagt, ne? Das wären die hier. Machen wir einfach mal, sagen wir ihm, er soll 100 machen. Das reicht jetzt auf keinen Fall. Wir sehen es, ne? Um Längen nicht. Aber wir haben ja hier noch Eisen an Bord. Und zwar nicht gerade wenig. Das heißt, er kann in der Zeit dann nämlich dafür sorgen, dass wir
neues Eisen bekommen. Lassen wir das auch erstmal produzieren. Damit. Das ist ja schon verbunden. Legen wir einfach mal was nach. So, nochmal gucken. Wie weit wir hier mitkommen. Ah, wir brauchen mal ganz schön viel, ne? 40 Stück. Also da werden wir vielleicht sogar 200 von brauchen. Gut. Jetzt hat er schon nichts mehr. Warte mal, ich muss mal kurz dafür sorgen, dass ich hier ein bisschen was zuladen kann. So. Genau, jetzt kommt er so langsam in Wallung. Sehr schön. Was brauchen wir hier? Ah, nicht ganz so viel. Ja, diese einzelnen Baustufen sehen halt echt mega cool aus, finde ich, ne? So, wie sieht's denn jetzt aus? Ah, guck mal, das reicht sogar schon, was wir da jetzt haben. Und dann haben wir sogar noch Luft und immer noch was übrig. Sehr schön. Natürlich habe ich es jetzt nicht in weiß gemacht, das gefällt mir nicht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon als weiß zählt, ob er das denn überhaupt macht. Weil wir ja das noch nicht so weit fertig haben. So. Ja, das dauert natürlich jetzt ein bisschen, ne? Bis er dann entsprechend die ganzen Herstellungskomponenten hergestellt hat, weil hier haben wir jetzt keinen Beschleuniger oder sonst was dran, aber das würde auch unnötig nur Strom fressen, von daher ist es auch in Ordnung. Ja, so, mal gucken, dass wir das gleich fertig kriegen. Es ist eigentlich Luxus, was wir hier machen. Man könnte das wirklich händisch von A nach B tragen, aber ganz ehrlich, darauf will ich jetzt nicht verzichten, da habe ich keine Lust drauf. Und ich werde jetzt alles, was wir hier noch haben, werde ich jetzt mal rüberschleppen, dass er das dann hier auch nach und nach mal macht. Ja, Sensorkomponenten und alles mögliche soll er hier machen. So, Energiezellen fehlen noch 41, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. So, halt. 26, sehr gut. Ah, und das nächste fertig. Sind es nur noch 2 Stück, sehr gut. So, und wir packen alles einfach hier rein. Es ist am besten, wenn man es im Lager hat, finde ich. Oh, schon. Also ich würde sagen, der Vorrat, den wir hier haben, ist schon okay, ne? Also wir können viele Grundelemente haben wir auf jeden Fall. Munition und sowas ist auch da. Sehr gut. Hier war noch ein. Ja, ich wollte sagen, jetzt sind es nur noch 40. Yeah. Ja, sehr geil. Ja, dann mit der Munition ist es auch nicht verkehrt. Wenn man da ein bisschen was hat. So. Mal schauen jetzt erstmal. Das hier haben wir. Ah, das nächste fertig. Gut, noch 40 Stück, dann ist das auch erledigt. Dann lassen wir den Rest auch noch produzieren. Wie gesagt, Herstellungskomponenten brauchst du ja eh immer. Ne, so. Oh ja, die Dinger sind so schwer, das ist für die Schwerkraft. Aber das brauchen wir auch. Gut, und zur Not kann ich es einfach zerlegen. Dann haben wir da wieder Ressourcen rausbekommen. Was auch nicht verkehrt ist. So, Silizium und so weiter und so fort. So, gucken, ist er fertig? Ja, wunderbar. Ja, wobei nicht ganz fertig, ne? Da fehlen mir noch ein paar. 9 Stück fehlen noch. Bisschen rüberschleppen. Wir haben echt einige Ressourcen hier. Ah, hat sich gelohnt. Achso, geht's ja nicht. So, jetzt aber. Und dann ist das fertig und brauche ich jetzt nicht die ganze Zeit hin und her schieben. Sehr schön. Ah, siehst du, und alles ist ein ewiger Kreislauf. Und wenn da jetzt irgendwas benötigt wird bei der Montage, dann schiebt er das automatisch darüber. Und das ist ja das, was wir wollen. Ne? Dass er das dann hier hinschiebt und nicht irgendwo anders. Und wir sehen, wir können das jetzt einfach dann halt hier in die Montageanlage ziehen. Wunderbärchenhaft. Und ich brauche mir keine Gedanken machen. So. Sehr schön. Den Rest nochmal mit rüber schieben. Dann gucken wir gleich, was wir dafür brauchen. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, allzu viel sollte es nicht sein, was wir benötigen werden. Weil wir Uran auch haben. Ist natürlich super gut, dass wir Uran gefunden haben, ne? Das ist echt mega genial. Denn so können wir das dann auch entsprechend antreiben.
Weil dafür brauchen wir Energie, ne? Wir brauchen auf jeden Fall einen Reaktor. So, was haben wir noch? Davon noch ein paar. Ja, die werden wir wahrscheinlich wirklich verschrotten. Also solange wir, ich sag mal, jetzt hier keinen Schwerkraft erstellen, brauchen wir das auch nicht unbedingt. Das ist auch nicht so dramatisch. Und dann können wir diese Ressource eher anders nutzen, die wir da haben. Das ist ja schon recht aufwendig in der Produktion, muss man ja sagen. So, hier ist er fleißig dabei. Der soll aber mal hiervon auch ein bisschen machen. Naja, geht mal mehr, also mal schneller mal. Nicht schnell, nicht so schnell. Genau, und Silizium wäre mir ganz lieb. Dass ich von allem erstmal ein bisschen was habe, ja. Und dann gucken wir jetzt nochmal, wie das aussieht mit dem... mit so einer... für ein kleines Schiff... mit so einem Antrieb hier. Triebwerkskomponente. Eine einzige brauchen wir. Okay, mal gucken, was wir für eine Triebwerkskomponente brauchen. Das heißt, dann bräuchte ich 8 Stück, ne? Nee, warte mal. 2 vor, 2 zurück. 2 nach links, 2 nach rechts, wären schon 8. Dann 2 nach oben, 2 nach unten. Also 12 bräuchte ich. 12 Triebwerkskomponenten. Okay. Hier diesen Goldbarren und Platin. Boah, scheiße, ich wusste es, ey. Ätzend. Richtig, richtig ätzend. Kacke. Was mir gerade einfällt, wir könnten hier eine Sauerstofffarm machen. Ich weiß gar nicht. Warte mal. Ja, Sauerstofffarm. Die könnten wir mal herstellen. Achso, nicht dafür. Für ein großes natürlich. Genau, kommt dann hier dran. Stahlplatten brauche ich auf jeden Fall. Okay. So, Panzerglas, große Stahlrohr und so. Okay. Nee, das ist das nicht. Hier Panzerglas, großes Stahlrohr. Computersicher. Ja, Computersystem, Herstellungskomponenten und Motor. Das, genau. Panzerglas nochmal. Etliche sogar. Warte mal. Panzerglas. Silizium-Halbleiter. Ich wollte gerade sagen, da müsste jetzt eigentlich genug da sein, ne? Ich habe ja extra was gemacht in dieser Richtung. Ja, noch 10 Stück. Wie viel hat er jetzt? Ach, komm schon. Ja, das ist jetzt das Schöne, ne? Da brauchen wir das nicht hin und her schieben und sowas. So, eine Herstellungskomponente brauchen wir noch. Kann nicht wahr sein. Metallgerüst. Davon haben wir auf jeden Fall genug. Und nochmal 40 Panzerglas. Okay. Auch nicht so das Thema. Ich hoffe, wir haben davon genug. Ja, schiebt das jetzt alles einzeln rüber. Schiebt mal komplett. Ja, locker. Das Schöne ist, das geht echt richtig schnell. Warum auch immer das bei dem Siliziumzeug so schnell geht. Auch die Verarbeitung. Wahnsinn. So. Dann haben wir unsere Sauerstofffarm. Die jetzt dann Sauerstoff produziert oder was? Okay. Ich habe das Ding noch nie gebaut, ey. Die sieht jetzt auch anders aus. Da sieht man jetzt auch die Pflanzen so drin dann nach dem Update. Würde ich hier, ne? Sauerstoffabgabe. Okay. Aber stellt wahrscheinlich keine anderen Ressourcen her, ne? Auch keinen anderen Anschlusspunkt. Ah, schade. Und hat wahrscheinlich auch kein Inventar. Gucken wir mal. Nee. Hat leider nichts. Schade. Gut, aber anscheinend haben wir jetzt alles, um Sauerstoff herzustellen. Na, das ist doch mal Schönes.